Das ist geil. Hier voll der Guerillakampf. Ich muss mal eben kurz heilen. So, erst dann kann ich wieder aktiv werden. Woher wissen die immer, wo ich bin? So, Freunde, ich habe Zeit. Ich habe Sauerstoff. Und ihr? Ja, die auch. Idiot. So, Freunde. Als ob die mal genau wüssten, wo ich bin, ne? Und das Wasser ist kalt, ne? Freunde, das Wasser ist arschkalt. Ich meine, es sind noch zwei, ne? Weit weg vom Rand. Ach, zu weit weg vom Rand. Abwarten, lass sie zu dir kommen. Ihr Arschgeigen. Nein! Meine Munition! Oh Gott, nein! Jonah! Jonah! Lara! Oh, Alter, mach nicht solche Sachen. Lara! Hör mir zu! Nein, nicht bewegen! Wenn
Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Oh ne, nicht umsonst. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Immer noch der Meinung, Jacob kann irgendwas. Der ist... Weiß nicht. Uralt. Kann mich natürlich auch täuschen. Aber es würde passen, ne? Ach, Leute. Och man, nicht Jonah. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Ja. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Ja, wieso ist er schon wieder so völlig geheilt? Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Wir beide müssen uns mal unterhalten. Jacob, sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich wusste es. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real. Und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher. Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern.
Ich wusste es, dass er der Prophet ist. Also ich hatte eine ganz, ganz große Ahnung. Rette du mir Jonah? Obwohl hat er ja schon. Es ist ja schon vorbei. Wir gehen töten. Die waren echt praktisch, die Dinger. Mir fehlt hier das Magnetiterz irgendwas. Die waren echt praktisch. Das Orarily. Okay, der Weg der Unsterblichen. Da wird schon Angst. Echt zu weit geschossen? Verdammt! Kann ich den Sprung schaffen? Pilze, Giftpilze. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Muss ich da weiter hoch oder muss ich da lang? Geh da lang. Und doch nasse Füße bekommen. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort, Kitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange, so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Ja, das wäre schon was. So. Die haben sich als sehr nützlich erwiesen, diese Pfeile. Modifizierte Auswerfer, dann kann ich schneller feuern, ne?
los geht's. Halt. Na, Pilz ist voll. Alter. Faszinierend. Oh ja, oh ja. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, wo die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Okay. Oh Mann. Tja, die Tür ist zu. Dann quetschen wir uns mal durch die Lücke da, ne? Ist hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Dann brauche ich meinen Bogen wieder. Einfach wagemutig hinab in die Dunkelheit. Okay, hier ist nichts mehr. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn. Mal sehen, wie das funktioniert. Tja, das würde ich auch gerne wissen. Also. Ich muss da. Okay. Sieht aus, als könnte ich das an seinen Platz ziehen. Okay. Da ist gar nicht so viel, ne? Ah, ich verstehe. Ruhig. Ich kann ja drauf nicht schießen. Das muss mir doch einer sagen. Okay. Ach, Alter, bist du doof. So, das müsste klappen. So.
Puhuhuhuhu. Alles klar. Mein Gott. Haha, warte. Ziehen. Ach, es geht noch viel höher. Ach, du Kacker. Okay, lass mich kurz hier gucken. Das hat einen Sinn, dass ich... Nee, warte mal. Nee, die lassen sich nicht bewegen. Das hängt schon ziemlich richtig. Und mehr geht auch nicht. Dann haben wir hier auch was. Das kann ja noch nicht alles gewesen sein, oder? Ah, hier ist der. Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. Okay. War Jacob der Khan? Ich glaube ja, ne? Ich weiß noch nicht, was mir das hier bringt. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Ach du Scheiße. Okay. Oh Gott, ich muss da hoch. Gottchen, Lottchen. Geduld, Lara. Jetzt. Uah. Nein. Gleichgewicht bewahren. Alter, oh, ganz ruhig. Ja, wir nehmen die nächste Umkreisung. Alles ist gut. Alles ist gut.
Alter Vater. Oh, okay, ich muss darüber. Alles klar. Ruhig. Ruhig. Gleichgewicht. Ruhig, Mädel. Ganz ruhig. Spring! Ja. Ja, was soll ich dir da sagen? Ach ja. Geduld, Lara. Jetzt. Totale Anspannung. Meine Fresse hier. Wer baut denn so eine Konstruktion? Wo war denn jetzt der Aufgang? Keine Ahnung. So, so weit, so gut. Solange wir jetzt nicht wieder runterplumpsen. Ich muss da rüber, ne? Aber sonst sehe ich keinen anderen Weg. Du springst zu... Wir hätten direkt den ersten nehmen sollen. Verdammt. Ach ja. Jetzt warten wir eine kurze Kreisung. Oder ich springe an die falsche Stelle, aber es macht keinen Sinn. Ich kann nur da hoch. Wenn es nach oben gehen soll, kann ich nur da lang. Geduld, Lara. Jetzt! Oh.
Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Muss ich da rüber? Nee. Ahne etwas. Aber das macht auch keinen Sinn, oder? Ich versuch's einfach mal. Aber wir drehen uns. Ja, und dann bin ich hier oben. Ja, und da hinten geht's raus. Okay. Bogenschusstechnik aus Byzanz. Aha. Klassische Ausbildung gemeistert. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können, auf 3. Okay. Mach doch bitte nicht so einen Krach, Lara. Das hier ist alles Kulturgut. Das ist uralt. Okay, jetzt geht das wieder los. Also Pfeil, zack, zack, rüber. Alter Vater.